Das Problem mit Selbsthilfegruppen zu narzisstischem Missbrauch. Willkommen zum heutigen Thema, Ladies and Gentlemen. Ich bin Coach Tobias Forst, Gründer von Achilles Life Coaching, jahrzehntelanger Empfänger von narzisstischem Missbrauch, aus dem ich mich selbst befreit habe. Und ich unterstütze gerne dich auf deinem Weg in deine persönliche Freiheit. Wir sehen uns heute mal das Thema Selbsthilfegruppen zur anscheinend Befähigung aus narzisstischem Missbrauch genauer an, damit ihr euch am Ende des Videos und in Zukunft ein besseres Bild machen könnt, ob ihr gut aufgehoben seid, was durchaus möglich ist, oder ob ihr nicht gut aufgehoben seid, was leider durchaus ebenfalls eine der Möglichkeiten ist. Wir beginnen bei der Ausgangslage. Du hast dich wahrscheinlich gerade aus narzisstischem Missbrauch befreit, wenn dich dieses Thema interessiert. Du bist im großen, umfangreichen Informationsprozess. Du lernst viel, saugst auf wie ein Schwamm, machst dir dein eigenes Bild aus verschiedenen Vergangenheitssituationen, setzt Puzzlestücke zusammen und. Du durchlebst alle Gefühlslagen und suchst letztlich auch jetzt aktuell, weil du dich gerade sehr alleine fühlst, nach Gleichgesinnten, nach Menschen, die dich verstehen. Menschen, die dir einen Abgleich dafür bieten, um zu erkennen, ich bin nicht verrückt, ich bin nicht der Kranke. Nun gut, jetzt führte es dich dazu, einer Selbsthilfegruppe beizutreten. Zunächst sei an der Stelle mal zweitrangig, ob diese in Person stattfindet oder digital. Einen Vermerk dazu gibt es im Laufe des Videos gegen Ende. Damit du jetzt im Rahmen deines Beitrittes oder deines Dabeiseins in einer solchen Selbsthilfegruppe das bekommst, was du wirklich brauchst, möchte ich dir an dieser Stelle ein paar Werkzeuge mitgeben, damit du selbst gut in der Lage bist zu beurteilen, ob du nun dort gut aufgehoben bist oder eben nicht. Diese Werkzeuge sind folgender Gestalt. Es sind einige Fragen. Ich werde jetzt mit dir einen Fragenkatalog durchgehen, der für dich ist, damit du in Zukunft für dich selbst im Stillen, die Fragen stellst du nicht direkt, sondern für dich zur Bewertung herausfinden kannst, einordnen kannst, ob du bei dieser Gruppe gut aufgehoben bist oder nicht. Nicht alle Fragen werden für dich gleich relevant gewichtet sein und bei euch wird es unterschiedliche Gewichtungen geben, was für euch am relevantesten ist im Vergleich zu anderen Fragen. Deswegen einen etwas umfassenderen Fragekatalog an dieser Stelle. Frage 1. Wie lange sind die Mitglieder oder du auch selbst möglicherweise schon in dieser Gruppe dabei? 6 Monate? 15 Jahre? Wie lange? Hält man euch in emotionalem Denken? Also hält man euch in der aufbrausenden Gefühlslage, die Narzissten früher in eurem Leben so gerne doch genutzt hatten, damit ihr eben nicht ins logische Denken, in die Ruhe kommt, in den Frieden kommt, um euch wirklich einfach mal Gedanken machen zu können, wie die Realität denn nun wirklich aussieht. Wie oft wird von dem Thema Retraumatisierung gesprochen? Retraumatisierung ist echt, das ist ein echtes Risiko, ja, daran bestehen jetzt keine Zweifel. Wenn jedoch neben äußeren Triggern in der Welt da draußen auch noch jede Woche einmal, 52 Mal im Jahr von Retraumatisierung gesprochen wird, dann macht es das nicht besser. Dann wirst du zum... Du rührst das, was gerade ruhig werden könnte in dir, wieder auf, oder wenn du es nicht selbst tust, dann jemand anderes aus dieser Gruppe, wieder und wieder und wieder. Ist dem so in dieser Gruppe? Ja oder nein? Um welche konkreten Heilungsschritte und Heilungsstrategien geht es denn letztlich in dieser Gruppe? Was ist konkret das erklärte Ziel, das jedem dort Anwesenden, jedem Teilnehmer mitgeteilt wird, was die oberste Maxime dieser Selbsthilfegruppe denn nun ist oder sein soll? Nächste Frage. Wie viele Menschen haben mit erfolgreicher Heilung diese Gruppe verlassen? Bei einer lange bestehenden Gruppe sollte diese Liste sehr lang sein.
Wenn jemand aus der Gruppe aussteigen möchte, wie wird damit umgegangen? Gibt es dafür Erfolgswünsche, Beglückwünschungen? Oder wird mit verdeckten Beschämungen gearbeitet, dass er oder sie doch nicht gehe? Jetzt kann man anführen, hier sind in dieser oder jenen Gruppe auch Freundschaften entstanden. Ja, zweifellos. Zweifellos möglich. Diese Freundschaften dürfen und müssen aber auch in einem anderen Setting, einem anderen Umfeld, einem anderen Kontext, außerhalb dieser Gruppe pflegbar sein. Diesen Freundschaften muss man auch außerhalb nachgehen können, ohne dass man ständig über das Narzissmus-Thema spricht. Wie viel Selbst- und Hilfe steht denn nun wirklich im Fokus dieser Gruppe? Nächste Frage: Wie oft hört ihr dieselben Geschichten von denselben Mitgliedern? Wieder und wieder und wieder, so dass ihr schon stumm mit eurem Mund die Worte mitformen könnt, weil sie gerade wieder zum 38. Mal im selben Kalenderjahr das Gleiche erzählt, die Taschentücher braucht und sich die Zufuhr und den Zuspruch von euch holt. Nächste Frage: Wie steht es um die Befähigung und um die gemachten Hausaufgaben der Gruppenleitung? Oder habt ihr entweder eine verdeckt aggressive Frustfresse vor euch oder einen hochcharismatischen Anführer, und die Schnittmenge von beiden ist, hier sitzt ein Manipulator. Dient die Gruppe der gegenseitigen Zufuhr von Bestätigung und fortlaufender, kollektiver, heutzutage ach so moderner Opfermentalität? Geht es hier darum, für manche Mitglieder, und habt wirklich ein präzises Auge darauf, sich durch Reden emporzuheben, denn er oder sie hätte es mal wieder am schwersten. Und ihr merkt, trotz all der Ratschläge, der Empfehlungen, der gesetzten Quests, also Hausaufgaben, hier wird bei ihm oder bei ihr irgendwie nichts angegangen. Zu guter Letzt, Ladies und Gentlemen, ein paar Denkanstöße und ein Fazit für das heutige Video. Wenn die Gruppe die Mehrheit der oben genannten Fragen besteht, dann seid ihr gut aufgehoben. Wenn nicht, dann handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen kollektiven Schmutz, in dem ihr euch da befindet. Und es wird noch schlimmer, denn diese Gruppe, vor allem wenn sie ein paar solcher wandelnden Geschwüre mit sich trägt, die toleriert werden und nicht rausbefördert werden, sind damit, während du nach Hilfe suchst, leider Teil des narzisstischen Missbrauchs gegen dich. Und es kommt noch eine Spur schlimmer in diesem Fall. Du wirst dann durch dein Dort verbleiben zum blinden Komplizen gegen dich selbst. Hinterfrage also immer deine Motivation, regelmäßig bleibe an deinem Puls, wie du tickst, was dich motiviert, ob du dort bekommst, was du brauchst, was ein Unterschied sein kann zu dem, wonach du suchst. Stichwort Konarzismus. Und hinterfrage auch, und dazu hast du jedes Recht, hinterfrage auch jedes andere Mitglied und die Gruppenleitung. Denn vergesst nicht, Ladies und Gentlemen, es ist besser, keine Hilfe zu haben, als von jemandem, der so tut, als sei er dein Helfer, fortlaufend geschädigt zu werden. Und an die anderen Coaches da draußen: Wenn ihr über digitale Hilfegruppen, Selbsthilfegruppen verfügen solltet, habt ein Auge darauf,
auf Folgendes, denn verdeckte Narzissten wittern vor allem digitale Selbsthilfegruppen, aber nicht nur, aber auch diese, wie Haie das Blut im Meer. Da müsst ihr mit eiserner Faust durchgreifen und der Reihe nach auch mal ein bisschen ausdünnen, denn diese kleinen Fischlis haben an Land bei Leuten, die Hilfe suchen, schlichtweg absolut gar nichts verloren. Die entfernt man aus der Gruppe und lässt sie alleine mit den ungemachten Hausaufgaben und den eigenen persönlichen Gebrechen. Denn diese sind irrelevant, denn kein Trauma dieser Welt ist eine Rechtfertigung, zum Täter zu werden. Deswegen, Ladies und Gentlemen, sei dein eigener Held und sei deine eigene Heldin. Danke fürs Zusehen und viel Erfolg beim Finden und Verbleiben in einer gesunden Selbsthilfegruppe, bei der ihr auf Verständnis stoßt und auch ganz konkrete Hilfe bekommt für eure eigene Heilung und für die Verarbeitung dessen, was ihr erlebt hattet. Bis zum nächsten Mal.